Ein Pionier der Volksmusik auf der Mauer. Also, erstmal Dankeschön für die Einladung zum Interview. Sehr gerne, mache ich. Erfreulich. Also, können Sie uns von den Anfängen der Maultrommelerzeugung der Familie Wilmer erzählen? Ja, unsere Familie ist urkundlich erwähnt, das erste Mal im 16. Jahrhundert. Also, so lange erzeugen wir in unserem Haus schon Maultrommel, immer in Form vom Familienbetrieb. Alles, was in der Familie war, hat da mitgearbeitet und wir sind jetzt die 12. in der Generation, die was das weiterführen. Das ist meine Tochter, die das Gewerbe erstmals eine Frau übernommen hat. War das selbstverständlich für Sie direkt, also im Familienbetrieb zu arbeiten, oder hatten Sie früher andere Pläne? Ja, man hatte schon oft andere Pläne, aber es war zur Tradition so gewohnt und war so gepflegt, dass man gesagt hat, einer der Buben, soweit einer in einer Familie ist, ja, muss ein Maultrommelmacher werden. Wenn keiner da war und nur Mädchen, ist das schwierig geworden zu dieser Zeit. Heute ist das kein Problem mehr, weil in unserer Familie sind auch Nachfolger da von Buben. Aber ich habe es trotzdem meiner Tochter gegeben, weil das einfach sich leichter vereinbaren lässt. Weil die Kinder, jeder was lernt und so ist halt die Tochter, hat das Maultrommelmacher-Gewerbe übernommen. Und Sie haben durch das Maultrommelgeschäft viele interessante Orte bereist und Persönlichkeiten auch getroffen. Können Sie uns von Ihren Erlebnissen ein bisschen erzählen? Ja, ich bin 29 Jahre umhergefahren und habe nach Maultrommeln gesucht, wo sie vielleicht vorkommen könnten in einem Land. Aber ich habe sie meistens verbunden mit einem Besuch bei unseren Abnehmern. Und da hat man halt vieles erlebt und gesehen und habe was erfahren, was man nie gewusst hat. Und zwar, dass es Bambusmaultrommeln auch gibt. Im südostasiatischen Raum. Da spielen die Leute nicht mit der metallenen, sondern mit der Bambusmaultrommel. Und das hat auch einen besonderen Grund, weil die Leute am Lande draußen in diesen armen Ländern ihre Zähne im Laufe der Zeit verlieren, sich das nicht leisten können, wieder herzurichten. Jetzt, aber mit der Bambusmaultrommel können sie ohne weiteres Maultrommel spielen, weil die legt man nur an die Lippen an und bei unserer muss man es an die Zähne anlegen. Ich möchte das zeigen, die Bambusmaultrommel, wie einfach die zum Spielen geht, wie ich gesagt habe, ohne Zähne. Man legt es nur an die Lippen an. Man macht schon Musik. Bei unserer, wenn ich hier keine Zähne haben würde, würde sie so klingen. Ich erziele keine Resonanz. Ja? Ich muss nur an die Zähne haben. Ich brauche die Zähne nicht zum Spielen, sondern nur, damit ich eine Auflage habe. Wenn ich es jetzt anlege, sie klingt schon. Ohne Zähne, aus. Und wenn ich dann wechsle und ich kann sie durch dieses Anlegen an den Zähnen mit der Verstellung der Mundhöhle und des Atems verändern. Dabei mich die Leute oft fragen, und wie verändere ich sie zu einer anderen Stimmung? Dann sage ich, schaut's her, das geht so. Ihr füllt tief den Brustkorb an mit Luft und sagt im Stillen, ha, 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 ha. Das hört und sieht niemand.
und trotzdem ist sie, nimmt sie diese Sache an. La la la, mach ich mit der Zunge. La 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 la. Wenn ich die Luft einziehe, bleibt sie stehen. Und alles zusammen, wenn man das mit Gitarre begleitet, ein wunderbares Konzert. Das macht den Unterschied zwischen diesen verschiedenen Mautrommeln der Welt. Jede spielt man ein bisschen anders. Ja genau, aus was bestehen die Mautrommeln? Die Mautrommel besteht aus einem Eisendraht, der was eine Festigkeit hat, damit sie beim Biegen oder nicht bricht, sagen wir so. Und einer eingesetzten Stahlfeder, wenn der Rahmen fertig ist. Dieser Draht ähnelt eines Vierkantes, ist ein Rhombus oder eine Raute. Den kriegen wir auf Rollen von der Föst in Österreich geliefert. Da werden dann so Stäbchen abgeschnitten, die Länge bestimmt die Größe von der Mautrommel und mit zwei so Zangen gefertigt wird diese Form. Das muss mit eigenem Augenmaß genau hingedrillt werden oder hingebogen werden, sagen wir so. Es sind 14 Arbeitsgänge erforderlich, um diesen Rahmen zu biegen. Es bedarf viel Aufmerksamkeit und Abschätzung, damit man das zusammenbringt. Und diese Feder wird dann übereinander gelegt, also dieser Rahmen. Weil daraufhin müssen wir den Rahmen scheuern. Das heißt, es muss so blank werden wie hier. Und da kommt sie in eine Scheuertromme hinein, ca. 1000 Stück, mit Sägespäne. Diese Sägespäne sind in dieser Kiste drinnen und diese Rohlinge kommen hier hinein. Und die waren dann früher am Wasser, heute zu Hause mit Elektroantrieb und haben da begonnen, einen Tag lang fliegen diese Dinger innen drin umher. Und abends werden sie rausgegeben oder rausgenommen und sie sind alle so blitzblank wie hier. Daraufhin wird aus einem Stahlblech die Feder geschnitten, die Stahlfeder. Und diese Feder wird dann einzeln gebogen. Und vorne der Haken, den man braucht zum Spielen. Diese Feder muss dann gehärtet werden, dass der Klang entsteht der Mautrommel. Und diese Arbeit oder dieser Arbeitsvorgang ist der genaueste, weil das ergibt die Qualität der Mautrommel. Und wenn diese Feder dann fertig ist, dann wird sie in diesen Rahmen eingenietet. Das heißt, hier wird eine kleine Kerbe ausgeschnitten. Die Feder kommt hier rein und mit einem eigenen Hammer, der sieht aus wie ein Dengelhammer, der Sense, wird diese hineingeklopft, befestigt beidseitig mit Metall, herbeigetrieben, so überlappt, dass sich die Feder verklemmt und wird dann noch der letzte Arbeitsschritt justiert und gerichtet.
Das heißt, dass die Feder parallel zu den Schenkeln steht und das ergibt dann die gesamte Qualität. Ja, das ist die Schutzpatronin der Mautrommelerzeuger. Das ist die heilige Barbara. Und diese Fahne hat ein Größenformat einer großen Kirchenfahne. Mit drei Stangen dran und drei Männer tragen diese Fahne am Fromm-Leichnamstag mit bei der Prozession. Das ist Tradition von diesen altehrwürdigen Gewerben, die im Mulden einmal tätig waren. Die Sensenschmiede tragen die rote mit ihrem Schutzpatron und die Schaufelhocker tragen die grüne mit ihren Patronen und Schutzpatronen. Und dieses macht ein wunderbares Bild, wenn man durch die Landschaft sieht, eine Farbenpracht wie nie und eine wunderbare traditionelle Sache. Und bei unserer Familie ist auch noch etwas übrig geblieben. Das sind die Kinderschuhe meines Ur-Urgroßvaters. Aus dem Jahre, es war ein Zettel drinnen, darauf stand in Kurrent geschrieben. Als ich noch ein kleines Büblein war, musste ich auf meine Schuhe sorgfältig aufpassen, denn meine Schwester musste sie auch noch tragen. Genagelte Kinderschuhe. Der Name war verewigt Matthias Wimmer, einer unserer Vorgänger von Oktober 1831. Also 187 Jahre sind die Schuhe schon alt und auch sogar die Lasche ist noch sichtbar. Die ist auch noch vorhanden in diesen Schuhen. Die könnten eine große, lange Geschichte erzählen. Also kommen die Maultrommeln jetzt aus Mollen oder wo kommen die Maultrommeln her? Die Maultrommel kommt ursprünglich aus dem asiatischen Raum. Dies ist auch zu 90% sicher. Wir haben da mit Forscher, Entwicklungshelfer, Völkerkundler bin ich der Sache nachgegangen. Und habe mit diesen Leuten auch im sibirischen Raum Kontakt aufgenommen. Und die haben mir gesagt, sie haben die Geschichte über die Maultrommel von 2000 Jahren. Und Mohlen 400 Jahre, also dann kann man schon glauben, dass das so richtig stimmt. Und sie haben auch Schriftstücke und auch noch alte Modelle von dieser Zeit in ihrem Museum sind vorhanden. Und ja, man kann der Sache ruhig sich überzeugen und nachgehen. Das glaube ich hundertprozentig. Ja, es gibt sehr viele Maultrommeln in allen verschiedenen Formen. Die kommt von den Philippinen, die Bambus-Maultrommel. Ganz leicht zum Spielen. Wie sind Sie? Weil früher haben die Leute ja gedacht, es kommt aus Mollen die Maultrommel. Wie haben Sie sich sozusagen auf die Reise begeben? Wie sind Sie auf die Idee gekommen, so zu forschen über die Maultrommel? Erstens, weil ich Leute gehabt habe, die sich bereit erklärt haben, mir zu helfen, die was versiert waren auf diesem Gebiet. Und zweitens, weil ich mich dafür interessiert habe, ob das wirklich sein könnte. Und da habe ich so manches gesehen, wo ich gedacht habe, das stimmt doch. Und wurde überzeugt, was man früher ja aus Traditionsgründen oder aus Stolz von unserer Heimat einfach nicht vielleicht, mich nicht so preisgegeben wurde, sondern weil man es gar nicht angenommen hat, dass es woanders eine Maultrommel gibt. Darum hat man gesagt, wir sind die Einzigen auf der Welt hier in Mulden. Aber es war nicht so. Und das müssen wir halt zur Kenntnis nehmen, akzeptieren. Um das geht es auch gar nicht. Und es ist so schön, dass es auch noch woanders auch so Instrumente gibt, dass man mit diesen Leuten über diese Sache Kontakt aufnehmen kann und ja, sich zu erkunden und was Neues zu erfahren. Also wie war der Prozess der Maultrommelerzeugung damals verglichen zu heute? Damals verglichen zu heute bei der Maultrommelerzeugung, das ist 1001 Nacht.
Früher war das alles Handarbeit. Da war die Arbeitszeit, hat nichts gekostet, sondern das Material. Heute leben wir in einer anderen Zeit. Diese Mautrommel kommt aus Indonesien. Die sind teilweise bemalt, ein Zeichen oben, aus symbolischen Gründen oder spirituell. Irgendwie Glaubensgemeinschaften, wo sie heute ihre Sachen so bemalen. Da spielen meistens zwei, drei Leute zusammen. Jetzt sind Sie aufgewachsen am Land, wo es halt eher zum Beispiel konservativ geprägt ist, wo die Gemeinschaft eher so das Dorf, die Kirche, die Familie ist. Was für eine Motivation haben Sie gehabt, sozusagen hinaus in die weite Welt zu gehen? Also was für eine Motivation haben Sie da gehabt? Und ich war immer interessiert in der Geografie, weil ich noch ein kleiner Junge war, als ich in die Schule ging, hatte ich immer eine Schwäche, große Schwäche, oder über die Geografie etwas zu dieser nachzugehen, sagen wir so. Und das hat mich gereizt im Laufe der Zeit. Und die Menschen in einem anderen Land mit ihren Musikinstrumenten, das an Ort und Stelle zu sehen. Und dadurch bin ich auf die Idee gekommen, das war ja eine finanzielle Sache auch, aber da hat man halt sparen müssen und hat man gesagt, so, das will ich sehen und nichts anderes kann ich mir nicht leisten und habe mein ganzes Geld, was ich mir erspart habe, für diese Zwecke benutzt und bin zu diesen Leuten hinausgefahren. Das hat sich aber im Laufe der Zeit so vervielfacht, wo man erfahren hat, dass es dort und dort und dort auch Mautrommeln gibt. Man kann ja nicht alle zwei Wochen die Welt bereisen, das kostet da Geld. Aber wir haben gegenseitig zusammengeholfen. Das heißt, die Leute haben mir das ermöglicht, dort in diesem Lande kostenlos zu leben. Und ich habe es dann auch so gemacht und habe die Leute hierher geladen, soweit es ihnen möglich war. Und dann hat es auch nichts gekostet. Und so haben wir uns rein den Flugpreis für das Flugzeug, diese Sachen, leicht ersparen können oder leichter. Ne? Heute ist das ganz anders. Früher war das also viel schwieriger und heute ist das kein Problem. Die Welt ist klein geworden durch die Globalisierung und ja, es ist so. Gab es da nicht auch zum Beispiel die Konfrontation mit dem Vater oder der Dorfgemeinde? Ja, das stimmt. Das ist eine gute Frage. Konfrontation gab es deswegen, weil die Mohlener Mautrommelmacher das nicht wahrhaben wollte, eine Konkurrenz zu besuchen oder womöglich auch ein Instrument von dort mit nach Hause zu bringen. Weil da hat man ihnen die Ehre der Mohlener Mautrommelmacher verletzt. Weil sie haben immer gesagt, wir sind alleine hier in diesem Ort oder auf der Welt. Und das war dann nicht mehr so. Und da haben sie halt dann die Eifersucht gepackt und haben das nicht für gut geheißen. Das war nicht einfach. Ich habe mich aber von dieser Sache gelöst und habe gesagt, alles alleine ist die Tradition auch nicht. Man kann nicht irgendwas behaupten, was vielleicht nicht stimmt. Und da hat man halt vieles erfahren, dass dem auch so war. Ganz was Komisches, die auch unter die Mautrommeln gehört, ist von Malaysia. Ein Kochlöffel und ein Hammer. Gab es da jemanden, der Ihnen vielleicht so wie ein Mentor oder ein Freund oder durch ein Buch, wie sind Sie dann sozusagen draufgestoßen und auf die Idee gekommen, ja. Du Tänzer fahren. Ich gehe raus. Ja, mir hat immer die Welt von Neugier gebracht. Ja. Ich war nicht so besessen auf uns alleine. Ich habe es auch nicht geglaubt, dass wir die Einzigen sind. Ja? Ja. Und dann habe ich von Leuten erfahren, die schon dort waren und draußen waren,
es gibt noch was. Und da habe ich die Neugier überkommen und habe das umgesetzt, um mich zu überzeugen. Das war natürlich unter dem Mautrommelerzeuger ein Horror. Ja. Es war nicht so einfach, dass die das verkraftet haben. Dass ich so Art mit der Konkurrenz hier einziehe. Ja? Das war keine Konkurrenz für uns. Weil die haben vorher, als wir noch nichts wussten, auch Mautrommeln gemacht. Ja? Das hat nur so ausgesehen. Aber ich war immer der, im Zuge dieses Hinausdrängens, nicht zu Hause bleiben. Die Leute waren da richtig, wie sie es sagen, konservativ eingestellt und gesagt, nichts da, wir bleiben daheim. Es gibt ja nur das. Das habe ich nie geglaubt und habe mich auch nicht so dazu entschlossen, das zu tun. Und das hat mich dann bewogen, mich zu überzeugen. Und ja, und dann ist das sukzessive, im Laufe der vielen Jahre, hat sich das immer wieder erneuert oder ausgegreifter geworden und man hat dann vieles, vieles erfahren, was wir überhaupt nicht gewusst haben. Die Gemeinschaft hört sich nicht an der Ortschaftsgrenze auf. Für mich war das so, für die anderen hat sie aufgehört, da war das Ende der Welt. Aber ich habe das einfach anders gedacht und habe das auch bestätigt bekommen. Ja. Für Sie ist das eher die ganze Welt, alle Menschen eher. Für mich ist die ganze Welt, weil die Musik ist ein völkerverbindend. Hm. Und alles, was völkerverbindend ist, wo sich die Leute durcheinander im guten Sinne vertragen können, wäre ja machbar. Das geht auch mit Musik. Aber es ist halt so, das sind die Gesetze, da können wir nicht drüber hinweg, dass das nicht so oft ist. Aber mir hat das immer gefallen, wenn ich mit Leuten Kontakt gehabt habe, am anderen Ende der Welt. Dann habe ich hier eine Mautrommel von den Papuas auf Neuguinea. Die Papuas nennen das Bigigi, ist ein Bambusrohr, weil sie vorne zusammenhalten und hauptsächlich die Nachrichten abends durcheinander oder zueinander übermitteln. Die ziehen dann da bei dieser Schnur an. Das ist ein bisschen schwieriger zum Spielen, darum beherrsche das noch nicht. Aber es wird auch noch gehen und wird es lernen. Wie haben Sie sich verständigt mit den anderen Menschen? Das ist einmal ganz wichtig. Die Verständigung, wir hatten ja keine andere Schulbildung als die Volksschule. Mhm. Es gab kein Englisch, es gab hier keine Fremdsprache. Und ich war selber neugierig, wie ich das verkrafte, mit diesen Leuten auszukommen. Ja. Und dann hat man das alte Methode oder die alte Methode angewendet mit Händen und Füßen. Und mit Musik kannst du dich verstehen. Und jeder ist draufgekommen, dass das so geht. Und jeder hat gewusst, um was es geht. Ja? Und es ist uns ganz gut gelungen. Also Sie haben überhaupt keine Angst gehabt, oder nicht? Ich habe überhaupt keine Angst gehabt. Ich war immer vertrauensvoll. Und die Leute in diesem Lande haben das auch gespürt. Und da haben wir das Gleiche zurückgegeben. Sie haben mir die Angst genommen, sind mir beigestanden. Und ich habe die Erfahrungen gemacht, dass in der Welt draußen gute, viele gute Menschen sind. Und man braucht Vertrauen hauptsächlich. Die dir helfen und du musst zu ihnen vertrauen und dasselbe bekommst du wiederum zurück. Ja, so wie man braucht eine gewisse Solidarität sozusagen. So ist es. Das braucht man. Ich wurde natürlich nicht. Die anderen waren nicht begeistert von dieser Sache, wie ich es gemacht habe. Und man wurde da ein bisschen von der Seite angesehen, ja? So abwertend. Verfeindet. Ja, angefeindet. Und es war halt nicht recht, das hat man gespürt. Bis dass das da so stark geworden ist, dass man gesehen hat und zugeben musste, das ist wirklich so. Das hat mir imponiert, weil das wäre ein Verdrängungswettbewerb. Dann kann man nie sagen, der andere macht auch was Gutes. So ist ja das bewiesen worden. Ja? Sie waren so wie ein Pionier oder Rebell. Also ja, so genau. Ein Pionier der Volksmusik auf der Mautrommel. Ja, genau. Das war ja früher bestimmend vom Vater aus, was der gesagt hat, musst du machen. Ja. Das hat sich ja gelegt, ja. Gott sei Dank.
aber früher auch einen Beruf zu erlernen. Ich wollte Lehrer werden oder Mediziner. Meine Tante hat mir das finanziert, weil die war Lehrerin, also Schulrat und hat keine Familie gehabt und hat das Geld gehabt, mich das die Studium zu finanzieren. Aber der Vater hat gesagt, du wirst eine Matrame machen, wir brauchen keinen Englischlehrer oder irgendwas anderes. Ne? Das war nicht so einfach. Die Vogel waren glücklich, Matrame machen zu werden, ja. Weil sonst wäre ich zu dieser Sache, was ich jetzt erzählt habe, nicht gekommen. Man hätte keine Leute kennengelernt, so in der anderen Welt draußen. Man hätte keine Verbindung hergestellt, man hätte keine Instrumente gesehen. Das war für mich eine Genugtuung. Und habe heute das, was ich versäumt habe, was ich geglaubt habe, wiederum zu meinem Gunsten erlebt und habe wieder die Rechnung praktisch wieder zurückbezahlt bekommen, wo ich glaubt habe, es geht etwas verloren. Ne? Die schwierigste der Matrame mit der Welt, was ich jemals gesehen habe, kommt aus Japan, von den Ainu im Norden von Japan. Also da braucht man schon ein entsprechendes Training, dass man das halbwegs einen Ton rausbringt. Also diese Fänkchen stellen unsere Kunden dar. Das sind ja unsere Abnehmer. Die roten Fänkchen sind die Gebiete der neuen Kunden, der letzten 15, 20 Jahre, weil man braucht ja wieder mal Frische auch. Ja? Und die schwarzen sind Alteingesessene, das heißt, wo meine Vorfahren schon hingeliefert haben. Wir haben das erweitert. Und ich kenne alle persönlich. Ich habe dazu 30 Jahre gebraucht, habe viele Fotos von diesen Leuten. Und diese goldenen Punkte, was Sie hier sehen, das sind Punkte, wo wir alle 6-7 Jahre zusammenkommen, alle Mautrommelspieler der Welt, um 10 Tage lang zu musizieren. Ein völkerverbindendes Konzert. Und da schafft man eine Einheit, wenn man das macht. Dann kommen die Leute zusammen, ja? Und das erste haben wir gehabt in Iowa, das zweite in Hokkaido, das dritte in Mullen, das vierte in Oregon, das fünfte in Norwegen, in Rauland, sechste in Amsterdam, siebte in Kecskemét, in Ungarn, achte in Sibirien, in Jakutsk. Und in 2 Jahren wird es sein, das übernächste in Sucre, südlich von La Paz. Wenn man da die Leute trifft und Instrumente austauscht, was sie haben und was wir haben gegenseitig, dann sieht man, dass es so ist auf der Welt und wir nicht alleine sind. Ja, 60% von diesen Leuten, von diesen Fähnchen, meinen Abnehmern, habe ich besucht und 40 habe ich hergeholt nach Mullen. Und das war halt ein oder ist immer ein tolles Erlebnis, wenn auch Leute kommen, die was auch noch nicht draußen waren in der Welt, ja? Wie es hier ausschauen wird. Weil es ist ja doch ein großer Unterschied von den Kontinenten her, was da an Natur und an Leuten sich gibt. Europa ist grün. Afrika ist auch grün, vom Dschungel in manchen Teilen. Südamerika ist auch großer Dschungel in Amazonas. Wenn der da kommt und kommt zu mir, der reißt die Augen auf und sagt, das ist eine andere Welt. Genauso umgekehrt, wenn ich dahin komme. Oder in Sibirien, in der Tundra, ganz anders. Bei den Jurtenzelten, die was dort stehen, in der Mongolei. Und die machen ihre Musik, meditieren, spirituell. Eine tolle Sache. Auch eine Religion findet sich zusammen mit diesen völkerverbindenden Instrumenten. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist eine Mautrommel aus Vietnam. Sie sieht aus wie ein Blinker zum Fischen, heißt Dan Mui. Und man kann die schönsten Sachen darauf spielen. Die Vietnamesen haben sich überzeugt, weil sie zuerst geglaubt haben, ich beherrsche dieses Instrument nicht. Und ich habe gesagt zu ihnen,
ob sie einen Walzer kennen. Da haben sie ja gesagt, den kennen sie, auf der ganzen Welt haben sie gesagt. Sag ich, und ich werde euch auf eurer Danmoe einen Walzer im Dreivierteltakt spielen. Haben sie gesagt, das geht nicht. Sag ich, dann bitte hört's mir zu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sie haben einige interessante Persönlichkeiten getroffen, also können Sie vielleicht ein bisschen erzählen? Ja, zum Beispiel hier Professor Heinrich Harrer, der österreichische Völkerkundler und Pionier, ein Freund des Dalai Lamas. Der ist 7 Jahre in Tibet gewesen und hat mich besucht im Mullen, hier in meiner Werkstätte, und Dalai Lama, sein Freund, war auch mit. Und wir haben da Erfahrungen ausgetauscht und sind draufgekommen, dass auch die Tibetaner ihre Maultrommel haben. Beim Spielen, wenn sie die Gebetsmühle haben und Gebet machen, dann spielt einer im Hintergrund mit der tibetanischen Maultrommel leise Musik. Die ist nicht erwerblich, ist auch nicht in Umlauf, denn diese Maultrommel ist nur gedacht für die Mönche. Oder der Österreicher, der Sepp Furcher, der Bekannte mit der bekannten Sendung Klingendes Österreich, haben wir auch einen Film gemacht. Ganz ein ausgezeichneter Mensch, der viel weiß in seinem hohen Alter. Und hier sind halt Bilder von meinen Besuchen, die was wie einen Gegenbesuch dann abstatten, haben auch die Möglichkeit nach Mullen zu kommen. Da, Kenia, Japan, Nigeria, Uganda, Sudan, Marokko, Tunesien, China, Lesotho, Tansania, Nepal. Fast die halbe Welt versammelt. Oder in Singapur eine Delegation, eine Wirtschaftsdelegation, die mich auch besucht hat. Leute aus Ruanda, wo lange Zeit der Krieg war. Ein Hutus und ein Tutsi. Da sind sie die besten Freunde, haben sich umarmt, und zu Hause müssen sie sich die Köpfe einschlagen, weil das einfach so gesteuert ist. Aber da haben sie Frieden gefunden bei uns. Durch die Musik. Durch die Musik. Ein Aborigines in Australien, die spielen zu ihrem Didgeridoo die Maultrommel. Oder Leute aus dem Sudan, die was das Instrument auch kennen. Oder ein Pfadfinderlager in Kenia, bei den Langhals-Pia-Padongs-Frauen im Norden von Burma oder Thailand. China, ja. Und so haben wir viele, viele Fotos. 6.000 würde ich hier verewigen können, wenn ich Platz genug hätte. Aber ich habe die wichtigsten einmal für Leute, die mich besuchen, hergerichtet. Und so ein Schatz, dies sind auch Leute, die bekannt sind und kommen zu mir und interessieren sich. Ob sie aus Tansania sind oder aus Indien, das ist ganz egal. Es finden alle, wenn sie, wenn man will, eine Zusammenarbeit, die so auf der Welt praktisch sein sollte. Und dann habe ich noch eine hier, was ich noch nie gesehen habe in der Welt draußen, und zwar eine Maultrommel aus Malaysia. Das ist zugleich Urschmuck der Männer genauso wie die Frauen. Und das Interessante davon ist das, der geht auf der Straße und hat das hängen als Urschmuck. Aber nicht eingehängt wie Urringel, sondern nur aufgeklipst. Dann begegnet ihm ein Herr, der kommt ihm entgegen, der weiß, die kennen sich nicht, der weiß sofort, was los ist, er kennt das, zieht das runter, der andere auch, und machen auf der Straße Musik. Machen da ein Liedchen, hängen sie es wieder auf und gehen wieder auseinander.
Die Maultrommel wurde ausgezeichnet mit einer Urkunde zum immateriellen Kulturerbe und zwar im März 2014. Zweifaches Weltkulturerbe. Und zwar deswegen die Erzeugung und das Maultrommelspiel. Und das hat man aufgenommen und hat es in das Weltkulturerbe hineingetragen und wurden in dieser Angelegenheit ausgezeichnet mit einer Urkunde. Und das ist doch etwas, wo man von Stolz erfüllen kann und sagen, die Maultrommel hat eine ganz traditionelle, altehrwürdige Kultur. Also, was ist Ihre Botschaft an die Welt? Meine Botschaft an die Welt ist und aus den Menschen, die hier auch in unserem Lande leben, dass sie kommen und sehen und dieses Handwerk, die Demonstration dieser Maultrommelerzeugung erleben. Sollte denn einmal das verloren gehen, dass die Leute sagen können, das haben wir auch noch erlebt und gesehen. Weil die Nachfolgefrage der ganzen Maultrommelerzeugung ist sehr bedenklich. Weil wenn man bedenkt, es waren da mal 33 hier im Mulden, heute sind wir nur mehr zwei, weil einfach dieses Gewerbe vom Aussterben bedroht ist. Und es wäre sehr schade, diese Tradition hier in unserem Ort, wo sie schon lange sesshaft ist und getätigt wird, verloren geht. Da kann man heute noch nicht urteilen. Wir sind bemüht, das zu erhalten, haben einen Schaubetrieb eröffnet, oder er ist schon bestehend, und sage immer zu den Leuten oder schreibe hinaus, kommt, seht euch das an, vielleicht wird es unterstützt, wird wieder gekauft, damit die Nachfrage oder die Auftragslage nicht nachlässt, und dann kann man noch weitersprechen und sagen, na, vielleicht überleben wir doch.